Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Gothic 3. In der letzten Folge haben wir so ein bisschen ein paar Aufgaben in der Stadt erledigt. Wir sind ja da hinten auf eine neue Stadt gestoßen und sind inzwischen mal gestorben sogar. Und festgestellt, dass wir bei Gothic doch beischauen sollten, ab und zu. War doch gerade eine Schlange, oder? Wenn ihr die Folgen nie gesehen haben solltet, dann werft mal einen Blick oben in die Infobox rein. Unter anderem sind wir hier an der Stelle gestorben. Da sind wir auf Banditen gestoßen. Die uns da so ein bisschen das Leben schwer gemacht haben. Wie er hier brennt, wie es in Gold interessiert. So, da hat er nämlich ein Schild dabei. Quatschen wir. Ran. Hä? Was ist mit dem? Das ist ja witzig. Und was war denn mit dem? Also wir haben zwar diesen Patch jetzt drauf gespielt, ne, den Community-Patch. Aber wie ihr seht, sind noch nie alle Folgen, alle Fehler behoben. Das sah ja witzig aus, wie das sich um diesen Wegweiser gedreht hat. So, wo ist der andere gestorben? Irgendwo hier vorne, oder? Ja, hier. Gucken wir uns jetzt mal so ein bisschen noch in der Welt um. Haben in der letzten Folge auch, einige Sachen gelernt, was jetzt das Jagen angeht. Ich war trotzdem derweil mal bei dem Jäger da hinten. Erste oder zweite Folge haben wir bei dem Steinkreis da hinten einen Jäger entdeckt. Nein. Haben wir? Komm her, Wildschwein. Haben da einen Jäger entdeckt, der uns gesprochen hat, uns so ein bisschen was über die Jagd beizubringen, aber erst wenn wir dem das Fleisch der scheuen Hirsche gebracht haben. Und da hat man jetzt schon ein paar Hirsche gelegt. Waren bestimmt so 10 Stück. Hat man aber schon beim Jagen festgestellt, weil da stand normaler Hirsch. Wenn das die scheuen Hirsche gewesen wären, dann hätte es schon über den drüber gestanden. Ist das andere Schwein, was uns in der letzten Folge den Gar ausgemacht hat. Ich kann es euch ja mal ganz kurz zeigen, was wir jetzt alles schon so erbeutet hatten. 11 Hirschfelle, 4 Wildschwein, 3 Wolf, ne, ein paar Zähne. Wildschweinhauer noch dazu. Hat sich schon gelohnt, jetzt so ein bisschen auf die Jagd zu gehen. Ich habe unten auch nochmal ein bisschen geordnet, dass das alles ein bisschen, dass wir da verschiedene Pfeile noch zur Auswahl haben. Mal kurz hier rein, ob es hier irgendwas gibt. Nö. Also streifen wir jetzt erstmal so ein bisschen durch die Welt. Gucken, dass wir erstmal ein bisschen Geld machen. Ja, viele Pflanzen, ne? Aufpassen, dass hier nirgendwo eine Obstfliege unterwegs ist. Eher so eine Obstfliege, sag ich schon, eine Blutfliege. Eine Obstfliege. Und da sind nochmal allerhand Banditen. Schwerer Bandit sogar. Ist noch ein Wolf. Oder sollte ich eher sagen, ein Wolfsfell. Hat gegen das Wildschwein gefeitet da, oder? Ist das bloß ein Stein? Ja. Schön abgepasst hier an der Stelle. Da muss ich ab und zu mal ein bisschen selber loben. So, ich loote erstmal hier alles, bevor ich mich jetzt auf den die Banditen hier einlasse. Wieder allerhand Pflanzen. Ich habe schon gesagt, ich sammle immer alles. Ist doch noch irgendwo ein Wolf, oder? Das ist doch.
werden dann später so ein bisschen in die Alchemie übergehen. Scavenger. Scavengersen. Aber wenn die da runter segeln, kann ich es natürlich nicht mehr looten, ne? Bevor ich dann den Strand abklapper, lernen wir auf alle Fälle noch, wie man Lurkern die Haut abzieht. Unten waren da sehr, sehr viele Lurker am Strand. Der Jäger hatte das noch im Angebot, ne? Dass wir das lernen können. Unten. Helfen wir mal ganz kurz dem Scavenger. Level up, sehr schön. Ich weiß bloß nicht, ob wir irgendwas aufheben wollen. Also da gab es ja Rezept scharfe Pfeile. Und da war entweder die Wildschweinhauer oder die Wolfszähne mit auf dem Bild. Das Rezept hat aber, glaube ich, auch 1500 gekostet oder so. Haben die hier gegraben oder was haben die hier gemacht? Na gut. Da wagen wir uns an die Banditen. Oder einfach mal. Es sind halt richtig viele, ne? Die sind jetzt auch nie in der Höhle. Könnte ein bisschen schwieriger werden. Ja, schön. 150. So, den machen wir jetzt so. Abwehren kurz. Sehr schön. Hat uns nochmal oben dich mitgegeben dabei, ne? Blitzschild. Leichter Bandit ist das noch. Bringen wir uns erstmal wieder mit dem Fleisch nach oben. Wir haben halt 35 Fleisch. Oh. Hat überlebt? Geht das wieder los, dass die das überleben? Ach Mist. Es gibt halt einige, die kann ich töten, ohne Probleme. Und dann gibt es halt wieder ihn da, der einfach immer aufsteht. Wie die Orks. Jetzt ist er aber gestorben. Komisch. Gab's ja genauso die Ork-Patrouille, die wir da nie töten konnten, weil die immer wieder aufgestanden sind. Einer lebt sogar noch. Kriege ich dich doch noch. Oder ich kriege dich. Wenn man die so ein bisschen überrascht. Und gleich durchslayt, ne? Also dann die aufhört mitschlagen, dann kriegt man die relativ schnell down. Ein Level up geworden. Sehr schön. Da unten ist noch ein Scavenger. Muss so ein bisschen anteasern mit dem Bogen. Dann ist er One-Hit. Ich wechsle immer noch zu meiner Klinge. Ich muss die Bockklinge mal rausnehmen da unten. Wir haben uns doch immer noch nie entschieden, ne? Ob wir gegen die Orks fighten wollen oder ob wir die Orks als Verbündete nehmen. Xardas, ne? Hat hier ein richtig krasses Schild ringsrum gemacht. Na gut. Da gucken wir uns hier in der Ecke noch um. Das ist schon wieder eine Blutfliege. Oh. Würde ich auch gern bloß mit dem Bogen fighten. Ich mache halt richtig Gift-Damage. Ja. Ja, genau. Ich muss weg. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Hätte vielleicht vorher speichern sollen. Ja. Ich sterb hier. Mist. Trink wenigstens kurz einen Heiltrank. Danke. Ah. So wird es aber nichts. Schade. Ich kann höchstens gleich noch einen Heiltrank hinterherwerfen. Ja. Geht da nämlich schnell. Also ich kann zwar diese Gegengifttränke nehmen. Aber das hört halt nicht gleich auf, ne? Ich habe wohl nie gesehen, dass da noch eine andere war. Wie lange das Damage macht, ey. Ich habe die andere nie gesehen, die da daneben saß.
verbraten erstmal unser Fleisch. ...46 wieder. Gut, dann gehen wir erstmal zu dem anderen Jäger, würde ich sagen. Wir gucken uns so ein Stück hinter der Stadt noch um. Säubern noch so ein bisschen die Felder. Mal ganz kurz, vielleicht mal so mit dem Bogen einen weiten Blick. Da ist noch ein Scavenger. Übergeschossen. Komm her. Machen halt diesen typischen Sound, nee, ne? Ich bin noch den Sound von Gothic 1 oder Gothic 2 gewöhnt. Hier noch so ein Dog. So von Weitem. Das sind solche Soundeffekte, die vergisst man, ne? Hirsche, Leute. Hirsche, Ich habe übrigens gesagt, dass die uns 100 Gold bringen. Das wäre natürlich 30 Gold sein, ne? 100 Gold zeigt es zwar hier an. Das werdet ihr mir bestimmt auch in die Kommentare geschrieben haben. Dass ich da so ein bisschen voreilig war. Meinen Argumenten. Freut mich auf jeden Fall erstmal, dass wir das machen können hier. Oh, komm. Weil die Händler, die drücken uns natürlich im Preis, ne? Wisst ihr nicht, wie das aussieht, wenn man da so ein bisschen Handelsgeschick oder wie sich das nennt? Bei dem einen Dieb in der Stadt konnten wir, hätte ich gedacht, Feilschen lernen, dass wir die Preise da ein bisschen drücken. Was hat noch jemand? Hat noch ein Hirsch. Wir lassen gleich mal gespannt. Mit dem Leuchtturm wollen wir ebenfalls nach Nähe. Sehr nice. Ah, irgendwann hat man das dann so ein bisschen raus. Ne? Oh, wie viel es hier gibt. Tut mir zwar auch leid. Auf der anderen Seite, aber die bringen uns viel Gold, ne? Richtig viel Gold. Deswegen müssen wir die versuchen abzufarmen. Ein Hirsch, sehr schön. Bin ich aber dann gespannt, was wir bei dem Händler bekommen. Aber wenn die normalen Hirsche schon so schwierig sind, ne, und instant abhauen, wenn die einen sehen. Das war schon erschrocken. Will ich gar nicht wissen, wie es dann ist, wenn wir hier die scheuen Hirsche fangen müssen. Oder bekämpfen müssen, jagen müssen. Je nachdem. Na, mein Jung, unterwegs zu großen Abenteuern? Yes. Jack, der Leuchtturmwärter. Schönen Turm hast du hier. Ja, für einen alten Seebären wie mich genau das Richtige. Ist aber eine gefährliche Gegend, das sag ich dir. Diese Halunken sind überall. Sie lassen einem alten Seemann einfach keine ruhige Minute. Ah, da sind bestimmt die Banditen, die wir da vorne. Von welchen Halunken sprichst du? Beide haben. Sie streuen hier überall an der Küste herum. Du brauchst nur einmal ein Stück Richtung Nordosten die Küste raufgehen. Sie haben dort ihr Lager aufgeschlagen und warten nur darauf, mir am Schlaf die Kehle durchzuschneiden. Ich kümmere mich um deine Halunken. Weißt du, mein Junge, ich wüsste gar nicht, wie ich dir das wieder gut machen sollte. Lass dir was einfallen. Pass auf dich auf, hörst du? Die Kerle sind gefährlich. Hä? Haben wir den nie platt gemacht? Hast du Orks gesehen? Um Himmels Willen! Ich hoffe, die haben Besseres zu tun, als einen alten Mann zu erschrecken. Ich hörte, du hast Gold von den Rebellen kassiert? Ja! Ich denke, dir kann ich es anvertrauen.
Sie waren hier und baten mich, Ihnen Bescheid zu geben, sobald wieder ein Schiff in Sicht kommt. Ich glaube, Sie geben die Hoffnung nicht auf, dass über See irgendwann noch einmal Ihre Rettung naht. Gib mir das Gold der Rebellen. Ja, natürlich. Was soll ein alter Seemann schon mit so viel Gold? Aber gib es nicht leichtfertig aus den Händen, ja? Hä? Zeig mir deine Ware. Der hat uns einfach so das Gold gegeben. 15.000 als Leuchtturmwärter. Wie kommt der da an 15.000? Schwerter, gib mal ab. Rostiges Schwert, Knüppel. Was wir aber wieder alles eingesammelt haben, ne? So, verkaufen wir jetzt hier schon unsere Felle, ist die Frage. Buschgeweih. 30, ne? Buschfell. Wir behalten mal die Zähne. Wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, inwieweit wir die später noch brauchen. Aber 2000 Gold, ne? So habe ich mir das vorgestellt. Und da könnten wir dann jetzt nächste Jagdgeschick lernen. Hat er nie gesehen. Also als Leuchtturmwärter hat er hier ganz schöne Ruhen drin. Okay. Sehr schön. Ich glaube, der hätte uns auch so reingelassen. Gucken wir nochmal kurz hier auf den Leuchtturm. Das war übel knapp letztens in der Stadt. Nö. Krasse Aussicht, ne? Gut. Da haben wir Jack den Leuchtturmwärter gefunden, aber was für Halunken. Jacks Halunken. Ah, ein Stück Richtung Nordosten, die Küste rauf. Das ist ja Nordosten. Die haben wir doch platt gemacht. Blutfliege. Macht mir so ein bisschen Angst. Ah, den Stachel nehmen wir trotzdem mit. 100 ist der halt auch wert, ne? Und die hockt vor jeder Menge Bären. So, na gut, dann gehen wir ein Stück Nordosten die Küste rauf. Ich hätte gedacht, wir haben alle platt gemacht. Vielleicht haben wir auch ihn übersehen. Sammeln wieder alles ein. Ist ja krass, wenn es hier eine Gewichtsbeschränkung gäbe oder so. Oh. Oh. Ja. Nee, nimm mal dein Schwert bitte. So mit dem Bogen aus 10 cm Entfernung. Mit den Hirsch gelootet, ja. Hier. E-Boys oder was? Halunke, tatsächlich. Oh, nimm mal Feuerpfeile. Bleib stehen. Nimm mal dein Bastardschwert, bitte. Ja, gegen 3 vielleicht nie so, ne? Ich übernehme mich da ganz schnell. Ah, wir sind halt. Ich habe mich auch noch nie wirklich informiert. Ich hatte ja gesagt, ich will mich mal informieren, was hier ein Schwertkampf und so angeht. So, boy. Los noch wir 2. Wie es aber blockt. Sechs Halunken. Looten wir die noch fix. Und hinten in den Rücken geschossen, ne? Sehr ehrenvoll wieder hier unterwegs heute. Pete Place. Lass gern ein Abo da.
Halunke, der war sogar noch ausgerüstet, ne? Waren das alle? Ja. Die haben wieder eine schwere Truhe, ne? Mhm. Sag mir noch Jack Bescheid. Vielleicht lohnt sich auch bei dem Dieb das auszugeben, dass wir die schweren Truhen öffnen können. Wir haben halt so viele Sachen gerade, wo wir Geld ausgeben können. Die Halunken machen dir keinen Ärger mehr. Ich wusste, du würdest mir helfen, mein Junge. Ich habe nicht so viel, was ich dir geben kann, aber nimm dies als Dank. Halt die Ohren steif. 50 Gold. Hat er mir halt vorher schon sein Gold gegeben, ne? Gucken mal ganz kurz. 3300 mittlerweile. Gut. Das war die Stadt, die wir sowieso schon befreit hatten, ne? Ganz am Anfang der ersten Folge. Nochmal ganz kurz, ob wir irgendwas looten können. Jede Pflanze wird mitgenommen. Snapperkraut. Wir hatten halt auch noch die Option offen, dass wir uns die permanenten Tränke brauen können. Es gab halt so viel, was man hier machen kann. Und bei dem Schwertkampf war es halt das, ich habe da ein, zwei Videos gesehen, dass man dann anders zuschlagen kann oder so. Ein bisschen wie beim Degen, dass er das dann so ausholt von unten. Sah ganz interessant aus, aber ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen kann. Oder wie wir das lernen können. Unten in der Rebellenhöhle haben wir zwar hier schon Stocker Schwertkämpfer gelernt, aber ich habe da bis jetzt noch keinen Unterschied gemerkt. Also der schlägt zumindest genauso zu wie sonst immer. Gibt es noch ein paar Pflanzen? Ja, haben wir auch schon. Gut. Dann gehen wir erstmal zurück zu dem Jäger. Ist noch was? Gehen erstmal zurück zu dem Jäger und lernen bei dem, wie wir die Lurker häuten können. Und dann werden wir uns mal so ein Stück weit an die Küste begeben und da so mal ein bisschen die Gegend unsicher machen. Gleich 6 oder 7 Wölfe, ne? Mit denen lege ich mich jetzt besser näher an. Wir machen das so, Leute. Wir gehen zu dem Jäger zurück. Lernen dort nochmal, was geht. Wir haben jetzt, wie gesagt, 3000 Gold da. Kann der uns bestimmt einiges zeigen. Liegt erstmal ein Scavenger hier. Wenn hier noch Hirsche zu holen sind, dann machen wir das natürlich. Sehr schön. Sind halt wieder, also 60 Gold sind es ja mindestens, ne? Bin nochmal kurz zurück, ob der andere auch mitgekommen ist. Da kriegt man immerhin ein bisschen Gold zurück. Also in die Jagd zu investieren ist schon kein schlechter Gedanke. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So. Schwert, rostiges Schwert. 270, ne? Jetzt Bilder und die Felle wieder. Das ist zwar immer nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. Blutfliegenstachel. Ich schätze nicht, ob wir den brauchen, ne? Ob wir die irgendwann brauchen. Wir könnten die Rezepte jetzt hier schon machen, aber seht ihr das? Das werden die Zähne hier sein. Das ist das Rezept, was ich vor uns meinte. Wir können das auch gleich tauschen. Waldläuferbogen. Brauchen wir 160. 18.500 kostet das wieder. Wer lässt sich die Preise einfallen? Wir tauschen erstmal.
Rezept habe ich jetzt einfach, oder? Wie lerne ich das jetzt? Also... Snacken uns hier erstmal noch die Sachen. Manche merken das, dass was fehlt. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Zeig nochmal her. Also das Rezept hat er zumindest nicht mehr, ne? Also haben wir das jetzt gelernt irgendwie. Gut. Dann... Bring mir was über die Jagd bei. Bring mir etwas über die Jagd bei. Reptilienhäute abziehe. Ein Wildjäger werde. Dazu bist du noch nicht bereit. 9 Punkte fehlen uns da. Gut so. 5. Ja, dann nehmen wir gleich die 10. Aha. Was soll der Geiz? Zeig mir, wie ich Reptilien heute abziehe. Die meisten Reptilien sind zähe Mistviecher. Wenn du die Haut lösen willst, schneide sie vorsichtig an. Dann ziehst du sie von hinten nach vorne ab. Aber mach es ganz langsam. Boah. Wildjäger werde. Großwildjäger, was bringt mir das? Ich würde mich gerne noch an die Tiere ranschleichen. Bring mir was über die Jagd bei. Dazu bist du noch nicht bereit. 19 Jagdgeschick brauchen wir da noch. Mit dem Bogen verbessern. Gut, es kostet halt 2,5, kleine. Wildjäger. Gut, da können wir das erstmal machen. Machen dann quasi die Küste unsicher. Und haben jetzt noch 1800 Gold. Die nutzen wir auch gleich. Wir legen uns hier bloß nochmal schnell hin. Dass wieder Tag ist. Das geht aber relativ schnell. Und dann begeben wir uns mal an die Küste. Um da so ein paar Lurker umzuhauen. Die haben auch richtig Damage gemacht das letzte Mal. Aber da ist natürlich die Frage, wie viel Geld wir von den Häuten bekommen, ne? Ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, dass an Wildtiere ranschleichen ist dann das, dass wir jetzt zum Beispiel schießen können. Ich bin jetzt beim Schleichen. Kann aber meinen Bogen nie anwählen. Hallo. Und das wird dann, denke ich, funktionieren, wenn man da das lernt. Mal noch kurz. Es ist immer noch relativ dunkel. Habe ich immer gern meinen Bogen. Da sehe ich das schon von Weitem, wenn irgendwo was ist. Da ist noch ein Eisenhalm. Muss ich mitnehmen. Den muss ich mitnehmen. Scavenger. Hier sind wir schon lang gegangen, ne? Da unten liegt schon einer. Ja, den können wir aber nicht mehr bearbeiten, den Boy. Gut, also bedeutet das, dass wir uns hier so ein Stück weit erstmal in die Richtung da weiter vorschlagen. Würde ich vorschlagen. Nun hatten wir schon Lurker. Machen wir eine Agro-Ranger. Mein lieber Gesangsverein. Über 100 Erfahrungen. Krallen und Lurkerhaut. Klingt ordentlich, weil wir von den Krallen 2 Stück bekommen. Ein bisschen aufpassen, die hatten ja eine richtig hohe Agro-Range. Wie er da lang flitzt mit seinem Bogen, das sieht aus. Ah, da unten noch. Das Licht blendet ein bisschen. Schade daneben.
Aber richtig aufgezogen. Aber so lassen die sich gut fighten, ne? Wenn die schon so ein bisschen runter sind, dann. Trotzdem nie unterschätzen, ne? Guckt euch unten mal mein Leben an. Das war ein Angriff. Ich weiß nicht, wenn die dann hier 5 Angriffe machen oder so, so hintereinander. War bestimmt trotzdem RIP. Gab's jetzt nie sonderlich viel? Okay. Und hier noch? Heil. Gut. Es wäre halt nice, das von einem Jäger zu lernen, dass wir unsere Pfeile wieder mitnehmen können, ne? Dass wir die jetzt hier rausziehen können. Wir haben noch 63 Stück. Aber so ein richtig guter Jäger, der nutzt natürlich alles, ne? Und holt das, die Pfeile auch aus dem Wildtier wieder raus. Er jagt natürlich dann auch nur, wenn es sein muss und nimmt sich nur das, was sein muss. Gut, dann machen wir hier noch ein bisschen die Küste unsicher. Muscheln oder sowas gibt es hier nicht, ne? In verschiedenen Teilen. Vor allem bei Ryzen oder so, dann kann man ja mal 100 Muscheln sammeln. Oh, vielleicht ganz gut, dass wir nicht schon die Küste geklärt haben komplett. Liegen noch Banditen rum. Epische, entspannende Musik. Fleisch, na, da haben wir schon ganz schön zusammengehortet. Gut, und dann geht's weiter. Nächsten Strand. Vielleicht mal so ab und zu speichern, genau deswegen. Vielleicht mal speichern. Wir sind jetzt bei 38 Minuten Aufnahmezeit, also ich denke, wir können ja noch ein bisschen was machen an dem Strand. Da ist nochmal ein Lurker. Spannend wird es natürlich dann, wenn die zu zweit oder zu dritt sind, ne? Wenn dann 3 Lurker angerannt kommen. Ach komm. War doch safe getroffen. Komm her. Na, ich nehme trotzdem immer 2-3 Hits von denen mit, ne? Aber das zahlt sich trotzdem schon aus. Da oben ist noch einer. Hab ich gesehen, Leute. An euch. Sind nun nicht mehr ganz so gefährlich, wenn wir die vorher schon so ein bisschen bearbeiten. Okay, beim nächsten versuchen wir einmal zu schlagen, abzuwehren und dann wieder in Angriff zu gehen. Ich muss ein bisschen mit Fleisch haushalten hier. Haben genug. Oben ist noch Sumpfkraut. Es wird gerade das Wetter wie bei uns heute. Den ganzen Tag Regen. Aber dafür haben wir halt Gothic 3, ne? Wenn es den ganzen Tag regnet, wird Gothic 3 rausgeholt. So, na gut, jetzt brauchen wir bloß einmal zu schlagen. Der erste Lurker, wo wir keinen Damage bekommen haben. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, die Schildkröten zu machen, aber... Ich denke, wir sind auf das Schildkrötenfleisch nie angewiesen. Ich bezweifle, dass die mehr geben als ein oder zwei Fleisch. Schildkröte? Mich wundert es, dass die Lurker die Schildkröten in Ruhe lassen, eher. Ja. So. Mal zuschlagen und abwehren. Der hat jetzt schon wieder anders reagiert, ne? Also die KI ist ein bisschen intelligenter. Vielleicht liegt es auch an dem
Community-Mod. Kann natürlich auch sein. Vorher war es ja schon ein bisschen easy, da sind wir ja schon fast durchgerannt. Gerade am Anfang dieses Urkdorf. Wie schnell wir da durch waren. Komm her. Yes. Gut, hier gibt's nichts. Keine Truhe, kein Schatz am Ende oder irgendwas. Oben sah es aus, als ging es zu einer Höhle. Das gucken wir uns gleich noch an. Jetzt, Leute. Jetzt wird's spannend. Die werden wir so ein bisschen aus der Ferne machen müssen. Blitz mal kurz weg. Können uns da nicht mit allen anlegen. Na, ich denke so als Jäger. Könnten wir uns schon unseren Lebensunterhalt verdienen, ne? Genau war es noch. Hab auch immer noch nie rausgefunden, warum die orange, rot oder Normalfarben sind. Jetzt wird er rot. Aus Orange wird rot. Wenn ihr da Bescheid wisst, dann droppt mir das gerne mal in die Kommentare rein. Das hatte ich mich das letzte Mal schon gefragt. Die Goblins da sind wieder rot. Eine Höhle. Falsches Schwert. Mehr. So. Oh, die machen trotzdem gut Damage. Wollen wir die jetzt erkunden? Vorne war halt noch eine andere Höhle, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Wie viele das wieder sind. Ja. Was für eine Höhle. Wie laut der Regen ist, ne? Machen uns das gleich so ein bisschen leiser. Mal ganz kurz gucken hier. Audio. So, Regen ist zwar cool, aber nie, wenn er so laut ist. Nüppel, Goblin. Es scheint das ja hier eine richtig krasse Goblin-Höhle zu sein. Mit vielen Pilzen. Gucken uns hier gleich mal so ein Stück weit genauer rum. Ah, da ist wieder eine schwere Truhe, ne? Die geht komischerweise. Lichtschrecken. Zauber haben wir uns noch nicht so damit beschäftigt. Lohnt sich aber bestimmt genauso. Wir werden nie bloß Goblins sein. Dass man den Regen so hört, ne? Wir werden nicht nur Goblins sein. Fockerblick. Um die Ecke rum. Gut. Waffenbündel. Aha. Als ob die auch haben, vor allem. Ah, gehen wir runter? Oder clearen wir erstmal alles hier oben? Uns erstmal hier oben so ein bisschen genauer um. Ah, da hat es so ein bisschen damit zu tun. Ne? Ich weiß gerade nicht, ob es den Regen ausblenden soll oder nicht. Was ist denn das, Leute? Ein Ogre. Wie viele das sind vor allem auch.
Ach du Heimatland. Nee, 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 nee. Wir kommen ja null Damage. Nee, 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 nee. Renn. Das war ein Schlag, by the way. Das war ein... Ach, du bist halt immer noch hinterher, der Boy. Also den einen mach mal. Hier 100 Erfahrung bringt er. Ja. Ogermorgenstern. Große Waffen 3. Es reizt mich ja schon fast, die zu machen, ne? Wenn wir die so ein bisschen dodgen, aber da werden wir nie genug Pfeile dafür haben. Können wir es mit den Feuerpfeilen nochmal probieren? Was haben wir denn noch so für Pfeile? Bolzen haben wir halt viele, ne? Viele Bolzen. Armbrust konnten wir halt bloß noch nie nehmen. Versuchen die mal wieder so ein bisschen anzuteasern, die Boys. Also. Müssen trotzdem wegrennen. Der brennt aber nicht, ne? Hat doch so ein bisschen unten an den Füßen. Muss mal wegrennen. Zwei Pfeile haben wir noch. Zumindest von denen. Vielleicht hätten uns da auch die scharfen Pfeile schon was gebracht. Und weg. Und weg. Schöner Kopfschuss an der Stelle. Oh, Schnaps haben die halt dabei. Schade, dass das andere nicht so viel bringt. Den machen wir auch noch. Ich weiß nicht, ob Kopfschüsse mehr zählen. Droppt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Würde mich auch mal interessieren. Ich will jetzt eigentlich nicht so auf die Wikipedia-Seite oder so gehen. Viele Sachen selbst rausfinden oder dass ihr mir das schreibt einfach. Finden wir es zusammen raus. Dodgen hier den Boy. Der ist ja schneller als die anderen, oder? Ja, deswegen rot. So, dann gucken wir trotzdem noch da hinten rein. Ob die vielleicht irgendwas Wertvolles bewacht haben. Das hat uns all unsere Pfeile gekostet. Die Höhle. Aber ich muss es dann halt auch versuchen, ne? Das lässt mir dann trotzdem keine Ruhe. Gucken wir doch einfach mal. Rostiges Schwert. Das war vorsichtig gucken. Wehreast. Na. Oh. Nagelkeule. Es klingt, als wären hier noch mehr. So schwer. Ich verkrüme mich erstmal jetzt hier aus der Höhle. Das ist mir so ein bisschen. Wir haben einen Ring bekommen. Es wären nie die letzten Oger gewesen sein hier in der Höhle. Wie ich die Schritte halt schon höre. Ich musste jetzt mal kurz rennen, es klang übel nah. Das klang wirklich sehr, sehr nah. Euer Nessel nehmen wir noch mit und die Zauberwurzeln. Gut. Wie die Musik immer klar wieder losgeht, ne? Ich bin ja schon raus aus der Höhle. Aber die merken wir uns, dass wir hier später nochmal zurückkommen. Muss man ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Wir können ja erstmal gucken, was das für ein Ring war. Maximale Lebensenergie plus 10. Rommelt hier so. Bevor wir uns zurückbooten, gucken wir mal ganz kurz hier noch den Berg hoch. Ob es hier ebenfalls eine Höhle gab.
Schwert, Messer. Sieht auch aus wie ein Höhleneingang, ne? Wenn hier schon so viele Skelette rumliegen. Ist das meist kein gutes Zeichen? Ja, genau. Lustige Streitaxt. Okay, den Boy, den kennen wir. Minecrawler. Trotzdem ein bisschen aufpassen. Ja. Der kann auch anders, der Boy. Oh. Ja. Genau, wir kommen die durch. Ja. Ja. Kann gefährlich werden, ne? Vor allen Dingen, wenn man drei Ogre gekillt hat und immer noch nie gespeichert hat. Ich habe mich schon sterben sehen, gedanklich. Was? Heil. Ruhe machen wir noch. Das ist immer so ein bisschen Pokerspiel, ne? Geht mal weiter, hört mal auf. Ohne sind wieder Goblins. Abgebrochen. Abgebrochen. Bolzen, Schwert, Fernheilung. Okay, gut. Ich würde sagen, wir nehmen die Kiste davon noch mit, teleportieren uns dann in die Stadt rein mit so einem Teleportstein. Ich hoffe, das funktioniert. So einfach, wie ich mir das denke. Wo waren die Steine hier? Nach Redok? Nach Kapdun? Okay, linke Maustaste. Ah, cool. Sehr, sehr nice. Gut. Dann verkaufen wir unsere Sachen noch an den Jäger. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ach so, ich hätte mal gucken können. Lene, die Lürkehaut bringt uns 660, ne? Richtig nice. Das zahlt sich sowas von aus, Leute. Ruckschlechter behalt mal. Die Knüppel können weg. Jagdbogen kann weg. Wir haben einen Langbogen, ne? Der macht mehr Damage, unser Bogen. Bolzen. Burgmogenstern. Metterschaden 65, ne? Aus Nägeln. Behalten wir den, ist die Frage. 65 Damage, müssen aber erst große Waffen lernen. Können wir uns ja mal aufheben. Ist nicht so, dass das Inventar knapp wird oder so. Minecrawler-Zangen. Können mit weg. Gut. Goldausgleich bitte. Und da haben wir uns 4000 Gold erbeutet. Nice. War zwar wieder eine Jagdfolge, aber das muss halt auch sein. Ich wollte mal gucken, ob wir jetzt irgendwo es herstellen können. Ne? Die scharfen Pfeile oder so zum Beispiel. Nein. Dinge schärfen. Haben wir hier drinnen eine Schmiede? Wo können wir jetzt, ich guck mal ganz kurz. Haben wir hier irgendwo ein Rezeptbuch hier? Hier. Schmieden. An einem Amboss. Held kann seine Klingenwaffe an einem Schleifstein schärfen. Müssen wir noch gelernt bekommen. Alles, was man braucht, ist ein Alchemietisch. Er hat doch einen Alchemietisch, oder? Hier. Ja.
einmal Zähne, zwei Pfeile. Mir fehlt die nötige Erfahrung. Elendes Talent, scharfe Pfeile herstellen. Sag bloß, da brauchen wir noch das Talent dafür. Ich nutze die Übersicht hier. Klinge vergiften, was es aber auch alles gibt, ne? Schindiebstahl. Unmögliche Schlösser gibt es halt ebenfalls noch. Na gut, Leute. Aladdin. Held macht zusätzlichen Schaden gegen Kreaturen Belias. Jagdtalente, Bogenschütze. Richtig nice. Aha, das bringt Wildjäger. Der Held macht doppelten Bogenschaden gegen Wildtiere wie Hirsch und Wildschweine. Großwildjäger. Der Held macht doppelten Bogenschaden gegen Raubtiere. Orkjäger. Der Held macht zusätzlichen Bogenschaden gegen Orks. Lautloser Jäger. Der Held kann sich an Wildtiere anschleichen. Da werden wir wohl unser Jagdtalent so ein bisschen ausbauen. Nächste Folge. Können wir mal gucken. Vielleicht können wir jetzt noch was investieren. Bei 59 Minuten Aufnahmezeit. Wie schnell da aber auch wieder eine Stunde rum ist. Na, das ist Wahnsinn. Bringen wir etwas über das Jagen bei. Wildjäger. Zeig mir, wie ich Wildjäger werde. Du musst vorsichtig sein. Deine Beute wird immer auf der Hut sein. Finde eine gute Schussposition und ziele auf das Herz der Beute. Dann töte sie. Cool. Dazu bist du noch nicht bereit. 19 Jagdgeschickpunkte fehlen uns. Wie viel Gold haben wir denn noch? 2,8. Wir haben noch 2,8. Und das kostet 1000. Dazu bist du noch nicht. Fehlen 19. Guckern einfach mal, Leute. Und 15. Dir fehlt es. Wenig Lernpunkte, sagt er mir die ganze Zeit. Wir brauchen jedes Mal noch Lernpunkte dafür. Aber wir machen jetzt schon gegen Wildtiere doppelten Bogenschaden. Okay. Hat uns jetzt natürlich allerhand Gold gespart, ne? Wir brauchen noch ein paar Pfeile für nächste Folge. Finde ich eigentlich ganz nice. Zeig mir deine Ware. Ich hätte gern 148 Pfeile, das ist ja günstig, oder? Können weg. Weil wir Zähne brauchen, ne? Gut. Haben wir wieder 367 Pfeile. Damit kommen wir eine ganze Ecke, ne? 120 Jagdgeschick. Wie viel haben wir jetzt? Das gucken wir noch schnell. 131. Sind aber auch gleich wieder Level up. Stufe 11 sind wir mittlerweile. Gut, Leute. Dann soll es das hier erstmal wieder gewesen sein. War wie gesagt so ein bisschen eine Jagdfolge. Aber ja, das gehört ebenfalls dazu. Ein bisschen Geld machen. Und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas wisst oder wo ihr sagt, Piet, mach das und das. Kommst du schneller voran? Oder geh mal in die und die Richtung, da hast du was vergessen. Wir gucken uns nächste Folge auf jeden Fall die zwei Höhlen da unten nochmal genauer an. Ich hoffe, dass da nie ganz so viele Ogre unterwegs sind. Ja. Ja, Leute, bis dahin. Und danke fürs Zuschauen. Haut rein.